verborgene Stützpunkt im Mantelwald. Hier sieht es immer schwärzer aus, schwärzer als ich es je für möglich hielt. In Tatsoks Zelt begegnete ich einem Gefangenen, Ender Sai. Wenn er die Wahrheit sagt, und ich gehe davon aus, dass die Dokumente in Tatsoks Truhe, von denen er sprach, das beweisen, sind die Räuber nur Marionetten einer mächtigen Gruppe, die passenderweise der Eisenthron genannt wird. Tatsok bekommt seine Befehle vom Hauptquartier dieser Gruppe im Mantelwald. Und ich bezweifle nicht, dass das der Ort ist, an den ich als nächstes reisen muss, wenn ich die nächste Schicht dieses Geheimnisses aufdecken will. Irgendetwas stimmt hier absolut nicht. Es verfolgt mich, geht mir nicht aus dem Sinn. Was es aber sein könnte, keine Ahnung. Aha. Wir sollen also in den Mantelwald gehen. Haben wir den Mantelwald auf der Karte markiert bekommen? Nein. Da ist nichts dazu gekommen, leider. Aber dafür müssen wir vielleicht die Dokumente lesen. Gucken wir mal in die Dokumente rein. Da sind ja einige Truhen. Ich hoffe, die sind nicht vergiftet. Das wäre jetzt unpraktisch. So, erstmal gucken, was es hier noch zu holen gibt. Also erstmal Geld auf jeden Fall. Dann Krea, du kannst den Schmuck nehmen. Oh, eine Zauberrobe ist natürlich super. Branwen, du nimmst das hier. Krea, du nimmst den Zauber. Noch mehr Zauber, noch mehr Zauber, noch mehr Zauber. Jetzt kann sie nicht mehr nehmen. Ja, ist ja gut. Das packen wir mal hier rein. Viele Zauber kennen wir, glaube ich, schon. Den Schmuck packen wir mal hier rein. So, Krea, jetzt kannst du noch mehr nehmen, ne? Noch mehr Zauber. Dann den Stab lassen wir hier. Da gibt es Geld, da gibt es noch mehr Schmuck. Noch mehr Geld. Einen besonderen Bogen offensichtlich. Den Schmuck, den tun wir mal hier rein. Den besonderen Bogen kann ich vielleicht mal Imo hinnehmen. Aha. Dann, das ist ein ganz normales Bastardschwert, Pfeil. Das ist eine ganz normale Lederrüstung. Das ist alles nicht interessant. Dann, wer hat denn viel? Ich glaube, du musstest viele Tränke nehmen. Und du kannst auch nochmal einen Trank nehmen. Sehr schön. Dann haben wir hier besondere Pfeile, die nimmst du auch mal. Oh, das Gepäck ist leider voll, das ist schlecht. Den Heiltrank kannst du doch da mal reinpacken. So, jetzt geht's. Nimmst du mal bitte die besonderen Pfeile. Krea, du nimmst diese Robe. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt zweimal eine Lederrüstung, das brauchen wir nicht. Wir haben noch Pfeile. Ich weiß nicht, kann jemand diese Pfeile vielleicht noch nehmen? Ja, dann haben wir ein ganz normales Langschwert. Ein Kompositlangbogen, mit dem wir nichts anfangen können, eine heile Bade, Kampfstäbe haben wir sehr viele, da brauchen wir nichts mehr. Und dann haben wir nochmal Pfeile und noch ein Bastardschwert. Gut, wir haben alles mitgenommen, was es sich zum Mitnehmen lohnt. Wenn wir jetzt nicht noch was in diesen Kisten finden. Da ist eine Kiste, da ist ein Fass, da ist noch ein Sack, den wir aufmachen können. Und da ist auch noch ein Fass. Okay, wir schauen uns erstmal die Fässer an. So, das macht mal Imoin. Imoin, du gehst mal in das Fass rein. Dort haben wir einen besonderen Trank, einen Magieabwehrtrank. Kann Imoin denn überhaupt noch was nehmen? Nee, Imoin ist voll. Wer kann denn noch was nehmen? Du bist auch schon an der Grenze deiner Belastung. Ja, Hera kann noch viel nehmen. Ja, aber sie ist auch schon belastet. Minsk auch. Branwen kann auch einiges nehmen. Okay, Branwen, du bist auch eh mutig. Dann schaust du mal die Sachen an und nimmst dir diese Tränke. Ein Magieabwehrtrank hört sich gut an. Dann was ist in diesem Sack da hinten drin? Da ist Gold drin, 340 Stück. Vielleicht sollten wir vorher noch mal kurz nach Fallen gucken. Da ist nämlich eine Falle, so schaut es nämlich aus. Gut, dass wir noch mal geguckt haben. Sonst haben wir nirgendwo eine Falle. Okay. Gut, dann kannst du hier noch weiter gucken. Da war ja nichts mehr drin, ne? Da haben wir noch was. Da ist aber auch leer. Hatten wir da nicht irgendwo noch so einen Modus, wo wir sehen können, wo was drin ist? Da ist auch noch mal Geld drin und zwar nicht so knapp. Sehr gut. So, hier müssen wir die Falle entschärfen. Ich hoffe, dass das Imoin hinbekommt, ohne irgendwo eine Katastrophe auszulösen. Schauen wir mal. Ja. Fingerfertigkeit. Warte mal, wie geht das mit Falle? Falle finden, ja? Aber wie geht das mit Falle entschärfen? Falle stellen? Da war doch irgendwas mit Falle entschärfen. Wo war das denn nochmal? Gegenstand benutzen. Das war nicht so schwer, das weiß ich noch. Stolz darauf, unter so starken Kriegen zu sein.
Ich glaube, dann macht sie das einfach auf. Aber sie sollte sich ja die Falle entschärfen. Schleichen, Fingerfertigkeit. Fingerfertigkeit, glaube ich, genau. Hier, Falle entschärfen, bitte. Falle entschärft, 25 Erfahrung, okay. Na gut, dann sollte das jetzt eigentlich sicher sein, das aufzumachen. Branwen, mach mal auf. Imon, geh mal ein bisschen zur Seite. Branwen hat ja noch gut... Heute ist ein guter Tag. Okay, sehr gut. 2000 Gold, wow. Handschuhe. Was auch immer das jetzt für ein Geräusch war. Gottes Willen. Dann haben wir hier noch einige Zauber und Briefe. Das kann sich aber mal Krea nehmen. Weil die kann sie nämlich dann verpacken. Also die Zauber nimmst du mal. Und die beiden Briefe geht leider nicht, weil du die Zauber erstmal wegpacken musst. Ja, mach mal die Zauber hier rein. Das müssen wir mal ganz in Ruhe in einem Wirtshaus dann uns angucken. So, und jetzt, Krea, nimmst du nochmal die beiden Briefe. Und die beiden Briefe schauen wir uns mal jetzt sofort an. Und Tazuk haben sich als bloße Marionetten erwiesen. Der wahre Drahtzieher dieses langsam Gestalt annehmenden Geheimnisses ist euch immer noch unbekannt. Eines ist jedoch gewiss. Jemand hegt den ganz persönlichen Wunsch, euch tot zu sehen. Doch ihr wisst nicht, warum. Eure Suche nach Antworten geht weiter. Und der unheilverkündende Mantelwald ist euer nächstes Ziel. Okay. Ja, ich wollte jetzt eigentlich erstmal die Briefe lesen, aber das wird wahrscheinlich das sein, was in den Briefen drin stand. Ja, da kommt sonst nichts mehr. Gut. Okay. Die Nachforschungen im Mantelwald, im Räuberlager, haben meine Schritte in Richtung Mantelwald gelenkt. Schauen wir mal nochmal ganz kurz. Mal Pause. Ah, wir sind in Kapitel 4 jetzt. Okay. Die Nachforschungen im Räuberlager haben meine Schritte in Richtung Mantelwald gelenkt. Es scheint, dass es dort tief im Wald verborgen eine konkurrierende Eisenmine gibt. Aha, 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 aha. Der verborgene Stützpunkt im Mantelwald. Hier sieht das immer schwärzer und schwärzer aus, als ich es je für möglich hielt. In Tazoks Zelt begegnete ich einem Gefangenen. Anders sei. Wenn er die Wahrheit sagt, und ich gehe davon aus, dass die Dokumente in Tazoks Truhe, von denen er sprach, es beweisen, sind die Räuber nur Marionetten des Eisenthrons. Okay, das haben wir schon gelesen, erinnere ich mich. Feuerweinruinen, da waren wir noch nicht. Hauptmann Braga haben wir auch noch nicht gefunden. Und das... Ja, da sollten wir nach Berigos gehen und diese Skalpe verkaufen. Das sollten wir tatsächlich machen. Hauptmann Bragge, Gurkes Umhang, genau das war das, glaube ich, mit dem Mantelwald, oder? Ein Zwerg in Berigos, der Umhang, das hat eine Gruppe Tassler im Mantelwald gestohlen. Ja, tatsächlich, das war das mit dem Mantelwald. Und da haben wir Kiwan und Tazok. Ein Oger namens Tazok. Ja, wir sind selber auch hinter Tazok her. Ja. Tatsächlich. Dann schauen wir mal, ob jetzt der Mantelwald hier markiert ist. Ist hier, ja, da ist der Mantelwald markiert. Sehr gut. Dann sollten wir vielleicht doch nach Berigos zurückreisen oder im freundlichen Arm kurz einen Zwischenstopp machen. Ja, jetzt müssen wir nur versuchen, da irgendwie... Ja, gut, die Briefe lesen wir dann, wenn wir dort sind. Das müssen wir nicht jetzt machen. So, wir speichern mal, gehen hier raus und hoffen, dass wir nicht angegriffen werden. Denn ich verschwinde jetzt. Und dann versuchen wir mal so gut wie möglich, ohne noch irgendwelchen Hobgoblins in die Arme zu laufen, dieses Gebiet hier zu verlassen. Ja, wir könnten zwar hier noch weiter erforschen, aber wir sind sehr geschwächt. Wir haben keine Zauber mehr, wir haben teilweise verletzte Gruppenmitglieder, deswegen sollten wir jetzt erstmal uns zurückziehen. Und irgendwann anders können wir hier nochmal herkommen und die restlichen Räuber ausnehmen. Aber wir haben genug andere Aufgaben. Ja, wir könnten nochmal nach Schätzen schauen, aber die wahren Schätze haben wir, glaube ich, schon gefunden. Wir haben einen Haufen Gold gefunden. So, dann reisen wir jetzt mal kurz zum freundlichen Arm, um dort erstmal uns ein bisschen zu erholen. 28 Stunden, Wahnsinn. Sehr gut, wir werden nicht angegriffen, das ist gut. Warum ist denn da der Weg? Wir müssten doch ja eigentlich hier lang gehen. Wir gehen mal hier lang. Da kommen wir doch durch eigentlich, oder? Müsste gehen. So, dann werden wir uns erstmal erholen, also schlafen. Dann werden wir unsere Beute identifizieren, versuchen die Zauber zu lernen, die wir gefunden haben. Ich mache es wie immer so, dass wir uns die Zauber erst dann anschauen, wenn wir sie auch wirklich gelernt haben. Wenn wir sie nämlich nicht gelernt haben, brauchen wir sie auch nicht anschauen. Dann ist das vergebene Liebesmüh.
So, hier ist der Eingang. Es ist keiner gestorben tatsächlich, Leute, obwohl wir eine sehr, sehr schwierige Queste gerade hatten, haben wir es geschafft, alle unsere Kämpfer wohlbehalten durch diese Schlacht zu bringen. Ja, sie sind alle müde. Ich weiß, das ist auch okay. Es ist auch okay, dass ihr müde seid und deswegen gehen wir jetzt auch schlafen. Auch selbst am helllichten Tag, aber trotzdem. So, hier könnten wir jemanden wiederbeleben. Das müssen wir glücklicherweise nicht. Oh nein, was ist jetzt los? Elminster er spricht uns an. Seid gegrüßt, junge Frau. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe in den letzten 10 Tagen viel von euch gehört und bin davon sehr beeindruckt. Nein, nicht, dass er uns auch noch angreifen möchte. Ich hoffe nicht. Verfolgt ihr mich, alter Mann? Und was habt ihr gehört? Nur Gutes hoffe ich. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Wir nehmen mal das Zweite. Das hängt davon ab, wen ihr fragt. Hinter euren Handlungen scheinen größtenteils gute Absichten zu stecken und das führt dann auch zu entsprechenden Reaktionen. Vieles hätte ich gleich gemacht, wenn auch vielleicht mit anderen Methoden. Die bisher entdeckten Hinweise haben euch sicher in dieselbe Richtung gelenkt, die auch ich eingeschlagen hätte. Ich weiß, wo ich hin muss und ich benötige eure Hilfe nicht. Ich bin mir meines Weges sicher, doch vielleicht sollte ich mit euch beraten, nur zur Sicherheit. Nehmen wir das zweite Mal. Wie ihr inzwischen bestimmt festgestellt habt, scheinen die Hinweise auf den Mantelwald zu deuten. Die Schurken, die hinter den Räubern stecken, haben wahrscheinlich eine Art Stützpunkt dort. Aber natürlich erzähle ich euch damit nur Dinge, die ihr bereits wisst. Viel Glück auf euren Reisen, junge Frau. Nehmt euch in Acht, denn ihr habt euch sowohl hier als auch in euch selbst mächtige Feinde gemacht. Leider kann ich in dieser Hinsicht nicht deutlicher werden, doch die Ereignisse müssen eben ohne Einmischung ihren Lauf nehmen. Okay, er greift uns glücklicherweise nicht an. Das hätten wir jetzt nicht gebraucht. Eine weitere Begegnung mit Elminster. Wieder einmal ist mir Elminster über den Weg gelaufen und wieder einmal hat er Interesse an meinem Wohlergehen bekundet. Was mich sehr verwirrt. Er hat eine rätselhafte Bemerkung über mächtige Feinde in mir gemacht. Wie bei Wunderwirkern üblich ist auch seine Ausdrucksweise wunderlich. Wenigstens hat er mir bestätigt, dass die Anführer der Räuber ihr Lager wohl im Mantelwald errichtet haben. Aha. Okay, und hier unten haben wir, glaube ich, auch noch was wir noch nicht gelesen haben, oder? Mullerhey und Tatzok haben sich als bloße Marionetten erwiesen. Der wahre Drahtzieher dieses langsame Gestalt annehmenden Geheimnisses ist euch immer noch unbekannt. Eines ist jedoch gewiss, jemand hegt den ganz persönlichen Wunsch, euch tot zu sehen. Ach, das ist das, was der uns vorgelesen hat, dieser Erzähler. So schaut's aus. Gut, dann gehen wir weiter. Ich speichere mal wieder. Zur Sicherheit. Und dann gehen wir mal hier rein. Und dann schlafen wir gleich als erstes Mal. Achso, wir sollten eigentlich erstmal zu einem Händler gehen. Gibt's hier denn einen Händler? Jetzt. Warte mal, gab's hier einen Händler? Den Tempel gibt's hier, ne? Ich glaube, einen Händler gab's hier gar nicht. Tja. Ich würde nämlich das ganze Zeug ganz gerne loswerden. Das bedeutet, dass wir doch noch nach Beregost reisen müssen, um die Sachen hier zu verkaufen. Bürgerin. Okay. Balk. Interessant. Bürgerin. Ich weiß nicht, kennen wir diesen Balk? Hier müsste doch auch irgendwie an unsere Zauberfreundin sein. Ich glaube, Nera hieß sie. Da ist Dorn, den haben wir ja auch weggeschickt. Da ist Nessie, die kenne ich gar nicht. Der Koch. Surrey. Na gut. Vielleicht ist sie auch weiter oben. So, bevor wir schlafen, sollte erstmal hier unsere Krähe entsprechend das Identifizieren lernen und sie wiederum die guten Bären. Ja, die haben uns ja schon doch gut geholfen, diese Bären. Und jetzt schlafen wir erstmal. Ach, ersten Händler natürlich, klar, ihm könnten wir theoretisch das Zeug auch verkaufen. Ja, die Frage ist, wie viel er uns dafür dann gibt, ne? Könnten wir mal gucken, also sie hat nichts zu verkaufen, außer diesen geheimnisvollen Langbogen. Langschwert, also er hat echt richtig viele, die würde ich ganz gerne einlagern. Das sind auch eh plus 3 wert. Gegengifte sollten wir 1 wieder, oder 2, wieder kaufen, also nicht verkaufen, sondern kaufen. Den Plattenpanzer können wir verkaufen und den Helm.
Dann haben wir das schon mal los. Obwohl der Plattenpanzer, den könnte vielleicht Khaled nehmen. Haben wir da schon mal geguckt? Ich glaube, Khaled hat schon einen Panzer, oder? Khaled hat schon einen Plattenpanzer. Ja, genau. Das war das. Gut. Also, Danja Heira war das, ne? Genau. Plattenpanzer und Helm verkaufen wir hier bitte. Was hast du zu verkaufen? Kettenhelm, mittlerer Schild und Schienenpanzer. Die Zweihänder werden wir einlagern. Die werden wir nicht verkaufen. Und das Zeug hier werden wir auch nicht verkaufen. Die Räuberskalpe wissen wir ja. Da müssen wir eh nach Beregost, um die Räuberskalpe an die richtige Person zu geben. So, dann schlafen wir jetzt erstmal als Bauer, bitte. Sind dadurch natürlich immer noch geschwächt. Aber was wir erstmal machen wollen, ist die Sachen hier identifizieren. Eine Zauberrobe, hört sich sehr interessant an. Die Feuerschutzrobe. Aufgrund der extrem launhaften Natur der meisten Zauber sind die Feuerschutzroben unter jungen Gehilfen und ihren Zauberlehrern weit verbreitet. Wie andere derartige Roben können sie nur vom Magiern getragen werden. Feuerwiderstand plus 20%. Interessant. Sie hat ja schon eine Robe an. Die Robe des Reisenden. Die bringt Rüstungsschutz gegen Geschosse und Odemwaffen. Die Frage ist, was besser ist, ne? Die kann wirklich nur sie anziehen. Ja, das ist die Frage, was besser ist. Die Robe des Reisenden oder den Feuerschutz? Ich finde die Robe des Reisenden eigentlich besser, weil die Wahrscheinlichkeit, beschossen zu werden, ist sehr viel höher als die Wahrscheinlichkeit von Feuerschaden. Natürlich hat sie hier ihren Stab und das würde sie selber auch schädigen. Aber gut, schauen wir mal den Kriegshammer als nächstes an. Einfach ein Kriegshammer plus 1. Ja. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Und dann haben wir nochmal einen. Nochmal ein Kriegshammer plus 1. Gut. Was ist mit diesem Schild hier los? Ein Schild plus 1. Das ist ein mittleres Schild plus 1. Das könnte vielleicht an Khaled gehen. Khaled hat ein Langschild, aber ein ganz normales Langschild. Und dieses... Nee, das wäre sogar schlechter. Da wäre die größten... Nee, wäre besser. Minus 2 ist besser, ja. Das Problem ist nur, ich glaube, das Langschild ist auch gut gegen Geschosse, ne? Minus 1, minus 2 gegen Geschosse. Und der hier eher nicht, ne? Der hat nur minus 2. Tja, da bin ich ein bisschen unsicher, ob wir nicht vielleicht doch das Langschild benutzen sollen. Aber gut. So, wir haben jetzt fertig identifiziert. Das kann mal am Branwen gehen. Auch das verpacken wir, das packen wir ein. Ja, genau, den packen wir ein. Das kann dafür an Krea gehen. Die verpacken wir. Dafür können wir diesen Kriegshammer in die Schachtel geben. Diese beiden können wir in die Schachtel geben und die beiden Kriegshammer plus 1 können wir als Ersatzklingen dann benutzen. So, sie kann auch noch steigern. Das werden wir auch noch gleich machen. Sehr gut. Er hat nichts mehr zu identifizieren dabei. Sie hat noch Sachen zu identifizieren. Also müssen wir nochmal eine Runde identifizieren auf jeden Fall. Vor sollte unsere Jaheira aber erstmal ihre Bären herbeizaubern. Da werden die ganz schön blöd gucken, ne? Die Anwesenden hier. Da ist unsere Zauberfreundin, oder? Nera, genau. So, nochmal Bären, bitte. Imperium. Sehr gut. Okay, dann haben wir das auch. Dann können wir eigentlich wieder schlafen. Ne, wir können auch die Zauber lernen. Das machen wir zuerst. Und wir können hier steigern. Weil das bedeutet nämlich auch, dass wir... vielleicht auch mehr Zauber haben. Also, bereit zum Stufenaufstieg. Branwen, mach mal. Sehr gut, sie hat weitere Zauber. Einen des zweiten Grades und sogar einen des dritten Grades. Und 7 Trefferpunkte. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, meine liebe Branwen. Dann schauen wir doch gleich mal an, welche Zauber du benutzen kannst. Hat denn Krea irgendwas dabei? Irgendwelche Zauber? Das sind die beiden Briefe, die wir noch lesen wollten. Das machen wir auch. So. Okay, diese ganzen Zauber, die kann sie eh nicht benutzen. Ich weiß gar nicht, wie man das erkennt, ob das Priesterzauber sind. Naja, also die sie benutzen kann, können wir auf jeden Fall schon mal in den Rucksack geben. Da ist aber kein Platz jetzt mehr. Schrecken verbreiten, ja. So, pass mal auf. Ja, das kann nur sie benutzen. Ich weiß nicht, wie man diese Priesterzauber überhaupt erkennt. Also, versuchen wir mal Gesinnung erkennen zu lernen. Konnten wir kopieren, sehr gut. Dann haben wir noch Klopfen, versuchen wir das auch mal zu lernen. Konnten wir auch kopieren. Sehr schön. Was haben wir noch?
Netz und Feuerball. Feuerball möchte ich sehr, sehr gern haben. Gucken wir mal. Feuerball. Ah, verdammt, gerade den konnten wir nicht lernen. Das ist sehr blöd. Dafür konnten wir Netz lernen. Verdammt, Feuerball wäre, glaube ich, sehr wertvoll gewesen. Na gut. Dann haben wir hier nochmal Blindheit. Und Agnazas Flamme haben wir auch gelernt. Oh, wir haben einen Lauf, Leute. Merkt ihr das? Dann haben wir noch Zauberstoß und stinkende Wolke. Zauberstoß haben wir auch geschafft und stinkende Wolke haben wir auch geschafft. Ja, Wahnsinn. Gut. Dann, wie schaut es denn hier aus? Mit Schrecken und Fluch der Hässlichkeit können wir dann sowas zum Beispiel an unsere Freunde geben? Nee. Doch, das geht. Ah, vielleicht die mit dem Grünen. Das könnte sein. Warte mal. Oder sehen wir das hier irgendwo? Kann nicht verwendet werden von Druide. Da müssten wir das, glaube ich, immer lesen. Da ist auch Druide. Magisches Geschoss auch, ne? Genau. Dann Schlaf. Schlaf auch. Glück auch. Freundschaft wahrscheinlich auch, genau. So, Infravision auch. Personen bezaubern auch. Mönch und Druide identifizieren wahrscheinlich auch, ne, genau. So, Schild auch. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Regel gibt, leider. Sonst könnten wir das ein bisschen abkürzen. Und Schrecken auch. Na gut, dann ist es nur dieses eine, nur Fluch der Hässlichkeit tatsächlich. Gut. Dann machen wir das nochmal, dann gehen wir das nochmal weiter. Diese Schriftrolle ist verflucht. Das wäre unklug, sie zu lesen, denn die Folgen könnten schrecklich sein. Aha. Ah, nee, warte mal. Leute, ich weiß es wieder, genau. Das war ja eine Schriftrolle, die jeder benutzen kann. Das ist kein Zauber, den man lernen kann. So war das, glaube ich, ne? So, jetzt gehen wir erstmal zu Branwen und schauen, was sie für Zauber benutzen kann. So, sie hat einen weiteren Slot hier für einen Zauber der Stufe 2. Stärkung haben wir schon drin. Dieses Festhalten ist natürlich schon ganz gut eigentlich. Gesinnung erkennen. Geisterhammer haben wir eh. Feuer und Kälte widerstehen. Ist halt sehr speziell. Feuerstimme. 50% reduziert. Gegen alles, was gegen Feuer ist. Sogar eines weißen Drachen und so weiter. Ja, hört sich auch gar nicht so schlecht an. Heilige Macht entlehnen. Mit Hilfe dieses Zaubers ruft der Anwender seinen Gott an. Für kurze Zeit überirdische Macht. Geschicklichkeit und Konzentration steigen. Kleriker der dritten Stufe würde beispielsweise einen Bonus von plus 1 bekommen. Mhm. Hört sich auch gut an, ne? Und Stille. Im Wirkungsbereich kehrt Stille ein. Tja. Ich glaube, wir nehmen Gift verlangsamen. Das ist schon auch sehr wertvoll. So, oh, wir haben sogar einige Stufe 3 Zauber. Und ich glaube, wir hätten das schon länger machen können, oder? Schauen wir mal. Bereich der frischen Luft. Dieser Zauber zerstreut automatisch alle giftigen Dämpfe, auch jene, die auf magischem Wesen erzeugt wurden. Eine Todeswolke, okay. Fluch brechen. Okay. Einen Fluch zu brechen. Glyphe der Abwehr. Eine Glyphe der Abwehr ist ein mächtiges magisches Schriftzeichen, das feindselige oder unautorisierte Wesen daran hindert, einen Raum zu betreten, eine bestimmte Stelle zu passieren oder einen bestimmten Behälter zu öffnen. Die Glyphe kann beispielsweise auf einen Durchgang oder einer schmalen Brücke oder einer Truhe angebracht werden. Die Anwender zeichnet ein glühendes Symbol über den geschützten Bereich in der Luft. Wird die Glyphe ausgelöst, weil ein Wesen versucht, die geschützte Stelle zu passieren oder den geschützten Behälter zu öffnen, erleidet es 1W4 Schadenspunkte durch Elektrizität. Heiliges Zerschmettern. Zeitaufwand 3. Der Zauber öffnet eine energetische Verbindung zwischen allen Wesen im Wirkungsbereich und der positiven Ebene. Aus diesem Grund werden nur böse Wesen im Wirkungsbereich durch den Zauber geschädigt. Sie leiden 1W4 Schadenspunkte je Stufe des Anwenders. Da Branwen, glaube ich, Stufe 4 hat, oder Stufe 5 sogar, wären es 5W4. Bei einem erfolgreichen Rettungswurf wird der Schaden halbiert. Wesen, der den Rettungswurf scheitert, erleiden nicht nur den vollen Schaden, sondern werden auch für eine Runde geblendet. Das hört sich gut an. Vor allem, weil es ja nur gegen Böse geht, also sollte es uns nicht treffen. Krankheit heilen. Aha. Gut, Heilung ist permanent. Aber wir werden nicht gegen weitere Infektionen immun. Lähmung aufheben. Mit Hilfe dieses Zaubers werden alle verbündeten Wirkungen im Wirkungsbereich von jeder Art
Alle verbündeten Wesen im Wirkungsbereich. Aha. Die Lähmung eines Ghouls. Das ist schon auch ziemlich cool.